Willkommen zurück zu Let's Player Minecraft, Folge 21 diesmal. Quatsch, stimmt gar nicht, nicht Folge 21, irgendwas über, ich glaube 76 oder sowas. Was haben wir denn? 21. Dezember. Und und ja, wir sind immer noch weit dabei, hier weit entfernt überhaupt hier am Ziel zu sein. Wenn ich das so sehe. Lala. Nein, ich habe es gewusst. Es ist Wasser. Wir haben Wasser, Wasser, Wasser überall. Und wir haben nichts zu trinken. Oder so ähnlich. Nein, schon wieder Wassereinbruch. Aber auch irgendwann ist der Wassereinbruch mal weg. Wir können ja nicht immer Wassereinbruch haben. Ist doch langweilig. Was ist da hinten runtergegangen? Alter, ich kriege ein bisschen Angst hier. Jetzt habe ich ein bisschen Angst gekriegt da hinten wegen dem, etwas, was da runtergegangen ist. Das sah aus wie ein Geist. Spukt es in Minecraft? Ich habe so das Gefühl, dass es allmählich auf Silvester zugeht und es heißt ja bei Silvester, deswegen habe ich die Musik mal kurz abgestellt, dass es Geister gibt. Ich sehe tote Menschen. Naja, und es heißt ja mit was mache ich denn da? Achso, das Richtige. Dass man am Silvester die Bölle eigentlich nur anmacht, so der alten Mythologie halber, um die bösen Geister für das neue Jahr zu vertreiben. Alle Jahre wieder kehren die Geister zurück. Und versuchen, einen Heim zu suchen. Aber nicht jetzt. Gut, das sieht ja schon mal an sich nicht schlecht aus. Wir sind auch gut dabei. Wir sind fast unter dem Krüppelhaus. Der ja oben über uns ist und dessen Dach ich nicht mag. Ihr wisst ja, was ich meine. Das todesschwule Haus. Da muss man ganz aufpassen. Aber wenn man ins todesschwule Haus geht, dann ist man ratzfatz tot. Aber sowas von. Ne? Also immer schön aufpassen. Dum, 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 blum, blum. Ich bin der Einzige, der hier Weihnachtsmusik laufen hat und ein Weihnachtsthema hat über Dezember. Lalalala, das macht sonst keiner, nicht mal Gronkh. Nee, er macht das nicht, das weiß ich. Aber er hat ja auch seinen Stil. Er hat ja auch seinen Stil. Ich müsste mir das eigentlich mal angucken wieder. Ah, aber das dauert immer zu lange. Naja, mal gucken, vielleicht irgendwie mal so zwischendurch. Wenn ich die anderen Dinge auch fertig habe zu gucken. Guck, jetzt sind die Katzen ganz weg. Jetzt sind sie komplett verschwunden. Mysteriös. Warum sind die Katzen verschwunden? Die sind so schnell verschwunden, wie sie auch aufgetaucht waren. Ein Fall für das Galileo Mystery Team. Mysteriös. Aber doch erstaunlich erklärbar. Ah. Kohle. Okay. 79 Meter noch. Dann können wir anfangen, dann hoffe ich, dass ich auf eine Höhle treffe.
damit ich die aushöhlen kann und dann, beziehungsweise nicht aushöhlen, sondern ihr wisst ja schon, was ich meine, ne? Damit ich die benutzen kann als Scheiße. Damit ich die benutzen kann als Punkt zum Ankern. Ich mag übrigens diesen Bug nicht, dass die Katzen und Hunde immer auftauchen, wenn sie es nicht sollen. Das ist ein bisschen nervig. Alter, wie viele Ressourcen wir haben, ne? Aber eins muss man lassen. Was mache ich denn da? Aber eins muss man lassen. Wir haben dann eine sichere Passage nach drüben, die eventuell sogar schnell geht. Ich müsste das... Ah, das Trialum kriegt... Das Triabulum... Wie nennt man das? Tri... Oh, da irgendwas mit Tri. Triabulum? Triabulum? Keine Ahnung. Kriegt jetzt auf einmal Farbe, nämlich Rot. Ah! Alter, was ist das denn da hinten? Guck mal da! Da hinten! Was ist das? Alter, ich habe auch kein Schwert dabei. Da sind die Katzen. Alter, was ist das da hinten? Ihr seht das doch auch, ne? Da. Ich sehe ein Licht! Ein Licht! Ich sehe ein Licht! Am Ende des Tunnels, das Licht ist weg. What the fuck? Ich fühle mich jetzt ein bisschen verunsichert hier in dieser Welt. Ich mag diesen Tunnel nicht, der ist verflucht. Ich müsste aus diesem Tunnel so schnell wie möglich raus. Alter, ich habe jetzt Angst, da hinten drin. Die Katzen sind ganz weg, aber ich höre sie noch. Ich habe Angst, jetzt diesen Tunnel weiter zu verweilen. Ich habe Angst, da hinten rumzulaufen. Oh Mann. Tut was dagegen, Leute. Ich habe Angst im Dunkeln. Doch komm, hab keine Angst. Ich bin der Tod. Und ich weiß, wie man dich behütet. Oh, lieber Tod. Oh, jetzt fühle ich mich sehr geborgen. Ah, jetzt habe ich auch keine Angst mehr vor dem Tunnel. Ha, 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 ha. Hörst du mich, Gefahr? Ich lache dir ins Gesicht. Ha, 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 ha. Ich mag den Spruch immer noch ganz geil. So. Dum, 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 dum. So. Und wieder einmal wird der Boden ausgemerkelt. Hörst du das, Boden? Merkt ihr das? Für die Zukunft. Wir kriegen doch auch Eisen. Das gefällt mir ein bisschen. Ich mag Eisen, damit kann man was speisen. Batterien sind lecker und gut für die Gesundheit. Esst Batterien. Alkaloide und Aua und überhaupt Metall. Ah. So, gut, das da oben ist auch weg. Wir hauen echt einen riesen Stein raus. Verbrauchen Unmengen an Eisen deswegen. Alter, das sind Steine, die wir hier rauskriegen. Wahnsinn. Können wir uns fast ein neues Haus bauen. Ich glaube, ich weiß auch schon fast, welches wir bauen. Als nächstes. Nämlich so eine Art Tempel für die 10 Gebote des Pandora. Das ist mir mal eingefallen, während ich die Folgen angeschaut habe. Da könnte man doch so einen Tempel bauen. Und dort in Schilde hinstellen, so die 10 Gebote des Pandora. Das wäre doch cool. Du sollst nicht ohne Monster spielen. Du sollst nicht laufen. Du sollst nicht fliegen. Du sollst nicht cheaten. Und solche Sachen. Da werden wir uns noch was Lustiges ausdenken.
Im Moment haben wir ein provisorisches SS-Gebot, Schmiede bauen. War es, glaube ich, oder? Ne? Schmiede bauen? Ja, die klatschen wir irgendwo mit auf dem Weg dann hin, denke ich. Da finden wir noch ein hübsches Plätzchen für. La 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 la. Noch 65 Meter, dann haben wir es geschafft. Noch 65 Meter, dann seid ihr auch mit Buff. Noch 65 Meter, da leben wir gesund. Noch 65 Meter. Ich hack mir meine Hände jetzt wund. Passt überhaupt nicht zur Musik im Hintergrund, ich weiß. Aber ich hab mal Bock drauf, einfach mal so loszusingen. Gebot Nummer 7. Du sollst nicht singen. Och man. Ich höre schon wieder Wasser. Wasser ist uncool. Ganz uncool. Das spült einen sofort hinaus. Wir sind jetzt... Ah, es könnte auch das Wasser da drüber sein. Dann ist das nicht so schlimm. Es sei denn, es geht tief genug, dass ich... dass es hier runter geht. Aber das glaube ich nicht. Eigentlich dürfte das nicht sein. Ja. So, da noch mal ein bisschen und da noch ein bisschen. Dann schaffen wir hier einfach mal raus. Und dann wieder mit den Steineklopper. Wir haben ja einiges zu tun hier. Siehst du, noch 58 Meter. Vielleicht schaffen wir es doch vor Heiligabend noch. Ich glaube, in der nächsten Folge sind wir endlich durch. Dann haben wir den Tunnel geschafft. Megaprojekt beendet. Ich habe ja noch andere Projekte hier in der Welt Pandora. Zum Beispiel das Himmelsschloss ist nicht fertig. Schloss kann man es nicht nennen, das ist eigentlich eher nur ein Plateau. Mit einem Bett drin. Sieht geil aus, ist aber völlig sinnfrei da oben. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann fertigstellen im späteren Spielverlauf. Dim, 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 schim, 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 schim. Wir haben immer noch den 12.12.2012. Geile Zahl, geiles Datum, finde ich toll. Ja, wer lebt noch? Ja, lebt denn der alte Holztrillo noch? Holztrillo noch, Holztrillo noch. Ja, lebt denn der alte Holztrillo noch? Ja, wie war das? Ja, lebt er denn noch? Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, er lebt noch, stirbt nicht. Wie komme ich jetzt darauf eigentlich? Kannst du mir jetzt mal sagen? Ich weiß nur, dass meine Spitzhacke gerade zerbrochen ist. Oh je, ich glaube, ich müsste eventuell... Ja, wir gehen wieder in die Oberfläche, allerdings über den anderen Weg. Normalerweise müsste... Mann, das sind nur 50 Meter. Und ich muss jetzt 100, vielleicht 300 Meter in die Richtung laufen. Ah. Ich laufe jetzt noch ein paar Meter davor. Und dann beende ich die Folge. So, Thumbnail. Ja, wie gesagt, also gut, dann beende ich jetzt einfach mal hier. Vielen Dank fürs Zusehen.
In der nächsten Folge rennen wir wieder zurück und dann rennen wir wieder den ganzen Weg hier hin, um dorthin zu schaufeln. Bis dann, bye bye.